Ja, Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, angesichts des Zeitverlaufs möchte auch ich es relativ kurz halten, Kollege Herrmann. An einer Stelle muss ich allerdings auch noch einen Punkt von Ihnen aufgreifen. Sie haben wozu ist der LDI eigentlich da? Wofür hat er eigentlich eine Aufsichtsfunktion? Sie haben das hier so dargestellt, als sei die Hauptkompetenz oder die Hauptfunktion des LDI liege darin, die Landesregierung zu überwachen. Das ist nicht seine einzige Funktion, die Datenschutzaufsicht für den öffentlichen Bereich, sondern natürlich übt der LDI die Datenschutzaufsicht auch für den privaten, für den nicht öffentlichen Bereich aus. Das tut er bzw. sie in vollständiger, in tatsächlicher Unabhängigkeit. Genau das war das Ziel unseres Gesetzgebungsvorhabens 2011, wo wir für die vollständige Unabhängigkeit gesorgt haben. Damals genau dieses Thema öffentlicher, nicht öffentlicher Datenschutz im Übrigen eine der größten Hürden in der Umsetzung des EuGH-Urteils, dafür zu sorgen, dass ein dann vollständig unabhängig gesetzter LDI auch diese Aufsichtsfunktion vollständig wahrnehmen kann. Ich glaube, das haben wir gut organisiert damals und wir haben den LDI gestärkt in seiner Unabhängigkeit und auch in seiner Ausstattung. Und wir tun das weiter. Auch das ist gut so. Und vielleicht, weil Thomas Stotko gerade ein Beispiel dafür gewählt hat, wo natürlich Wahlgänge nicht immer so ausgehen, wie sich die Kandidierenden das wünschen. Ein anderes Beispiel aus Schleswig-Holstein. Da gibt es eine funktionierende parlamentarische Mehrheit. Da gab es einen Kandidaten, der in der deutschen Datenschutzszene hochprofiliert ist, hochprofiliert ist und der ist trotz alledem nicht gewählt worden. Insofern finde ich es auch falsch, hier davon zu sprechen, es gäbe überhaupt keine Demokratie. Sie können sich am Freitag entscheiden. Für Debatten über Verfahrensfragen kann man jederzeit darüber reden. Die Kollegen haben aber gesagt, in welchen Restriktionen wir uns da bewegen. Insofern schauen wir mal, was die Ausschussdebatte so bringt. Vielen Dank. Vielen Dank.